Es ist das erste Radsportmonument der Saison 2022. Wir sind in Mailand und freuen uns heute auf 293 emotionale Kilometer mit dem vielleicht spektakulärsten Finale der kompletten Saison. Herzlich willkommen zu den Highlights von Mailand Sanremo und zur großen Frage, gibt es heute das Duell der Giganten Tadej Pogacar gegen Wout van Aert oder gibt es vielleicht am Ende auf der Via Roma einen oder gar mehrere lachende Dritte? Wir werden diese Frage beantworten, gucken aber zunächst nochmal auf die Strecke. In der Mitte gibt es wie immer den Tokino Pass und am Ende dann mit der Cipressa und dem Poggio di Sanremo zwei spektakuläre, nicht allzu lange, aber wirklich schwierige Anstiege. Die werden also für Entertainment sorgen, aber erstmal der Reihe nach, denn der Weg dahin, der war wie gesagt sehr lang. 8 Mann schaffen es in die Spitzengruppe des Tages. Wir haben mit dabei die Teams Iolo Cometa, Astana, Bardiani, CSF, Drohnenhopper und einen Mann für das Team Lotto Soudal. Der Vorsprung liegt bei maximal rund 7 Minuten, aber leider gab es auch hinten im Feld wieder einige Stürze. Man muss sich also bei einem solch langen Rennen über fast 300 Kilometer tatsächlich den ganzen Tag konzentrieren. Ansonsten stürzt man schneller, als einem lieb ist. Ja, das musste dann auch Mikel Honoré erleben. Der geht hier auf den Asphalt, kann zum Glück aber weiterfahren. Wir haben es schon gesehen, die Teams Jumbo-Visma und auch Bahrain Victorious zeigten sich immer wieder vorne, sorgten dafür, dass das Tempo nicht einschlief. Und dann hatten wir rund 40 Kilometer vor dem Ziel immer noch knapp 3,5 Minuten Vorsprung für die Ausreißer. Tom Pidcock fällt zurück. Er war ja vielleicht auch einer, den man im Finale vorne erwartet hätte. Er hat heute aber gesundheitliche Probleme. Das sollte dann nichts werden. Und Filippo Conca für das Team Lotto Soudal, der war ja der Mann in der Spitzengruppe, der 23-Jährige. Der bekommt hier Krämpfe, muss damit aus der Spitzengruppe ausscheiden. Das ist natürlich auch bitter. Ja, und hier ist Peter Sagan. Der hat hinten fast einen Knoten in der Kette, so wie es aussieht. Der hat also technische Probleme. Und das Ganze kurz vor der Cipressa. Damit platzte auch sein Traum von einem möglichen Erfolg. Ja, fürs Feld ging es dann mit Höchstgeschwindigkeit hinein in den vorletzten Anstieg in die Cipressa. Sagan kämpft hinten nochmal um den Anschluss, aber der hatte eigentlich keine Chance, denn vorne im Feld, da war das Tempo jetzt so hoch, denn das Team UAE hatte nun das Zepter übernommen und alle warteten eigentlich auf einen frühzeitigen Angriff von Tadej Pogacar vom Dominator des Frühjahrs. Der kam aber nicht, das Tempo war trotzdem zu hoch für viele Sprinter. Hier fällt Fabio Jakobsen zurück und nun war es Davide Formolo an der Spitze des Feldes, der dafür sorgte, dass diese erste Gruppe hier immer kleiner werden sollte. Das waren jetzt schon keine 30 Fahrer mehr, 22 Kilometer vor dem Ziel. An der Spitze haben wir immer noch Tonelli und Rivi, das sind sie nicht, hier sehen wir sie jetzt. Die haben immer noch 40 Sekunden Vorsprung, als es über den Gipfel der Cipressa geht. Aber die Lücke wurde dann immer kleiner und jetzt sind wir hier schon in der Abfahrt. Dann gibt es ja noch ein Flachstück zwischen den beiden letzten Anstiegen und da wurde nochmal durchgezählt. Rund 25 Rennfahrer gehen noch in den letzten Anstieg des Tages hinein. Es wurde nun also so richtig spannend. Tonelli und Rivi werden noch am Fuße dieses Anstieges eingeholt. Jumbo-Visma macht nochmal Tempo und dann kommt Diego Ulissi nach vorne mit Pogacar am Hinterrad. Und nun wartete man, wann kommt der erste Antritt? Und 8,2 Kilometer vor dem Ziel, da kommt er dann. Der Slowene geht aus dem Sattel, Wout van Aert geht hinterher, Roglic lässt eine kleine Lücke reißen. Aber Kwiatkowski und auch Mathieu van der Poel hatten aufgepasst. Die Lücke wird wieder geschlossen. Pogacar greift dann noch ein, zweimal an, kann sich aber nie so richtig lösen. Und kurz vor oben ist es dann Søren Krogh Andersen, der Däne für das Team DSM, der es nochmal probiert. Der hatte sich ja schon bei Paris-Nizza immer wieder angriffslustig gezeigt. Und der zeigt auch hier eine richtig spannende und vor allem starke Vorstellung. Pogacar geht mit, Wout van Aert und Mathieu van der Poel können ebenfalls die Lücke schließen. Dann gibt es ein ganz, ganz kleines Loch. Das können wir jetzt hier an der Kuppe sehen. Dann kommt aber schon Mohoric. Und wir wissen ja, der Slowene kann auch so richtig gut bergab fahren. Wir sind jetzt also auf den letzten 5 Kilometern. Und Mohoric, der schiebt sich direkt nach vorne, fährt hier an seinem Landsmann, an Pogacar vorbei. Der weiß natürlich, den dürfen wir eigentlich nicht fahren lassen. Aber die Lücke geht trotzdem auf. Und wenn wir sehen, wie der Mohoric diese Abfahrt hier hinunterfährt, der war wirklich auf der allerletzten Rille und wusste auch, wenn ich hier genug riskiere und meine Skills auspacke in der Abfahrt, dann kann ich vielleicht die Lücke aufgehen lassen. Und genauso ist es dann passiert. Der hat auch noch die Kameramotorräder, die ihm aber eigentlich mehr oder weniger im Wege sind. Hier fährt er nochmal fast gegen die Wand. Also der 27-jährige slowenische Meister, der lässt es hier so richtig krachen und kommt unten mit rund 5-6 Sekunden auf die Via Roma und geht immer noch als Führender auf die letzten Kilometer. Hier fliegt ihm dann nochmal die Kette runter, aber Mohoric bleibt cool, legt das große Blatt wieder auf und wuchtet sich dann um diese letzten Kurven. Er fährt als Erster auf die Zielgeraden und schaukelt das Ding nach Hause. Es ist wirklich sensationell. Das Team Bahrain Victorious darf die Arme nach oben reißen. Matej Mohoric gewinnt das erste Monument des Jahres und Anthony Turgis wird dann noch Zweiter vor Mathieu van der Poel, der in seinem ersten Rennen der Saison tatsächlich eine super starke Show abliefert.
Das war ein Finale, mit dem hätte man so vielleicht gar nicht gerechnet. Die Slowenen hatte man ja auf dem Radar, aber das ist Matej Moric, das hätte wohl keiner gedacht. Er zeigt auf sein Rad und am Ende, da wussten wir auch warum, er hatte eine Spezialanfertigung mit einer sogenannten Dropper Post, also mit einer versenkbaren Sattelstütze und diese half ihm dann in der Abfahrt nochmal etwas mehr ans Limit zu gehen. Moric vor Tegis, Van der Poel, dann Matthews, Pogacar, Pedersen, Søren Kåre Andersen, Wout van Aert, Tratnik und Arnaud Demar wird noch Zehnter. Es ist der größte Erfolg für den 27-jährigen Slowenen, der lässt hier natürlich die Korken knallen. Und ich würde mal sagen, Tegis, der kann sich auch über Platz 2 freuen. Mathieu van der Poel ist zurück und wer hätte gedacht, dass er hier direkt aufs Podium fährt? Die meisten wahrscheinlich nicht. Das verspricht Spannung für die nächsten Klassiker und für die nächsten Monumente. Für heute atmen wir erstmal durch und googeln mal, was eine versenkbare Sattelstütze ist. Die hat es heute auf jeden Fall gebracht und wir schauen mal, wie viele diese technische Innovation jetzt nachmachen werden.